Heute gibt es gleich zwei Sachen anzukündigen, und zwar die Ergebnisse zu Seelenräuber Part 1 und einem zweiten interaktiven Hörbuch. Jetzt sofort. Wie ihr sehen könnt, habt ihr folgendermaßen entschieden, und zwar haben sich die meisten dazu entschieden, mal ein bisschen nachzufragen, was die ganze Sache denn überhaupt soll, und ein überraschend großer Anteil hat sich dazu entschieden, Tinta die Rache sozusagen zu gönnen. Ein anderer kleinerer Teil noch, weil sich bei Pater Indres ein bisschen zu informieren. Philipp wird sich also genauer informieren wollen und vielleicht auch ein bisschen bei Pater Indres nachfragen, aber auch darauf beharren, dass der Soldat Kilian auf jeden Fall nach Tinta geschickt wird. Wie Philipp die ganze Sache angehen wird, habt ihr auch entschieden, aber ein bisschen uneindeutig. Denn die Dinger stehen alle genau gleich. Energisch, fragend, sachlich. Ich muss das irgendwie hinbekommen, das in einem zu vereinen, wie es aussieht. Und genauso wird es dann am Freitag aussehen und weitergehen mit eurer Entscheidung bei Seelenräuber Teil 2 um 18 Uhr. Dann gibt es aber noch eine zweite Sache. Ein zweites interaktives Hörbuch, das parallel laufen wird. Das heißt, in Zukunft wird es jede Woche zwei interaktive Hörbücher geben. Und jetzt geht's schon wieder los für euch. Stimmt ab. Mit kleinen Veränderungen, aber einer komplett neuen Story. Auf geht's. Los! Ach ja, Abstimmungsschluss für das zweite interaktive Hörbuch wird übrigens Samstag, 5. August um 23.59 Uhr sein. Nun könnt ihr erstmal aber wieder darüber bestimmen, in welcher Welt spielt unsere Geschichte, was für einen Helden haben wir, was ist das Hauptproblem und was für ein Genre. Horror wird diesmal nicht zur Auswahl stehen, aber ich habe noch andere Sachen auf Lager. Viel Spaß!